Bereits der Eröffnungstag des Gumpoldskirchner Weinfestes 2013 bot ein vielfältiges Programm. Heuer unter dem Motto Wein und Verein. Dabei stellten die Volkstanzgruppen und die Chöre ihr Können unter Beweis. Mittlerweile findet das Weinfest in der Neustiftgasse zum 42. Mal statt. Die Eröffnung ist diesmal ein bisschen anders gestaltet. Es kommt ganz gut an, die Menschen erfreut es und ich wünsche weiterhin noch einen großen Erfolg. Das Gumpoldskirchner Weinfest wie jedes Jahr, Magnet für viele, viele Gäste. Man sieht es heute schon zu den frühen Nachmittagsstunden hier bestens gefüllt. Ich glaube, die nächsten Tage werden auch zeigen, dass die Gäste wieder sehr, sehr stark kommen werden. Und zu Gumpoldskirchner Wein braucht man nicht sagen, der wurde ja bereits am Königshaus in England in den früheren Zeiten schon getrunken. Die Weinfeste wie in der gesamten Thermenregion haben ja große Tradition. Hier in Gumpoldskirchen haben wir ja jahrzehntelang zwei Weinfeste gehabt. Jetzt haben wir den in der Neustiftgasse. Heute eine tolle Eröffnung, muss sagen, ein toller Besuch. Und hier präsentiert sich natürlich der Wein Gumpoldskirchens. Aber als überregionaler Mandatar und als Präsident des Landtages bin ich natürlich stolz auf die gesamte Thermenregion. Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder einmal dabei sein darf beim traditionellen Weinfest. Und es ist immer wieder schön, mit Freunden hier zu plaudern, ein gutes Glas Wein zu trinken. Und warum bin ich eigentlich da? Zum Ersten, weil ich natürlich gerne ein Glas Wein trinke. Zum Zweiten, weil ich mich gern kulinarisch verwöhnen lasse. Und zum Dritten, weil es einfach Spaß macht, in gemütlicher Runde zu plaudern. Ja, und wie man sieht, viele, viele Besucher von nah und fern feiern ja kräftig mit. Das ist das Schöne. Gumpoldskirchen hat natürlich einen weltbekannten Namen. Und ich sage jetzt mal, da tragen natürlich auch die Haurer ihren Beitrag dazu bei und der Gumpoldskirchner Wein ist halt ganz einfach einzigartig. Ja, also ich glaube, das ist auch eine gute Werbung für den Zierpfandler und für den Rotkipfler. Hätte sich durchaus verdient, auch über die Thermenregion hinaus bekannt zu werden. Die macht es sehr gerne, nehme auch manchmal eine Flasche Gumpoldskirchen ins Parlament mit und habe auch schon Gäste aus Tirol getroffen. Gumpoldskirchen hat ja viele Traditionen aufzubieten. Hier in diese Richtung nehmen gerade die Gumpoldskirchner Spatzenaufstellung. Und ja, ich liebe diesen Ort und ich komme immer wieder gerne her, natürlich auch zur Eröffnung des Weinfestes. Unsere Region hat diese Tradition mit Zierfandler, mit Rotgipfler als autochthone Sorten. Und es ist auch immer wieder ein Anlass, zusammenzukommen, zu plaudern, den Wein zu genießen und sich natürlich auch jetzt schon auf den Herbst vorzubereiten, weil die Sturmzeit, die Genusszeit, wird ja in wenigen Wochen eingeleitet. Es ist ja viel Kulturelles heute auch dabei. Musik, Volksgesang, Volkstanz, die Vereine binden sich heute auch ein. Das ist vollkommen richtig, die Vereine binden sich heute ein. Sie wurden eingeladen, hier mitzumachen. Dankenswerterweise machen sie mit. Wir haben ja eine Vielzahl von Vereinen hier in Gumpoldskirchen, worauf wir alle ja sehr stolz sind.